Für den Valentinstag als kleines Geschenk oder die nächste Geburtstagsparty sind Schokolollis eine tolle Idee. Wir zeigen euch, wie es geht. Ihr braucht Schokolade dazu, bunte Zuckerstreusel zum Dekorieren, einen Eiswürfelbehälter oder eine andere Form, in die die Schokolollis gegossen werden, und natürlich Holzstäbchen oder Holzlöffel, je nachdem, was ihr bekommen könnt. Als erstes wird die Schokolade im heißen Wasserbad geschmolzen. Ihr könnt jede Sorte nehmen, die euch schmeckt, egal ob das jetzt Zartbitterschokolade ist oder weiße Schokolade. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Schokolade auch noch würzen, zum Beispiel mit etwas Chilipulver oder Zimt. Die geschmolzene Schokolade füllt ihr dann in die Mulden des Eiswürfelbehälters. Wenn etwas daneben tropft, ist das nicht schlimm. Das trocknet ja nachher fest und kann dann einfach abgekratzt werden. Damit die Oberfläche glatt wird, rüttelt ihr einfach den Eiswürfelbehälter ein bisschen hin und her und schon habt ihr eine schöne Oberfläche. Jetzt lasst ihr die Schokolade ein kleines bisschen kalt werden, sodass es ein bisschen anzieht, und dann kommt die Zuckerdeko obendrauf. Für den Valentinstag eignen sich natürlich Herzchen ganz toll, für den Kindergeburtstag bunte Zuckerstreusel oder ihr macht einfach drauf, was euch gefällt. Ihr könnt zum Beispiel auch Nussstückchen verwenden. Dann wartet ihr wieder ein bisschen, bis die Schokolade noch etwas fester geworden ist. Und dann steckt ihr die Holzstäbchen oder die Holzlöffel, je nachdem was ihr habt, in die Mitte jeder Mulde. Wenn die Schokolade noch zu flüssig ist, dann kann es sein, dass die Holzstäbchen umfallen. Also wartet einfach noch ein bisschen ab und richtet die Holzstäbchen dann wieder auf. Lasst die Schokolade nun über Nacht oder zumindest mehrere Stunden kalt werden. Dann könnt ihr die Schokolöffel aus dem Behälter nehmen. Bei dem Eiswürfelbehälter ist das ganz praktisch. Ihr könnt mit einer leichten Drehbewegung nach rechts und links die Löffel ganz einfach lösen. Jetzt noch schön verpacken und schon habt ihr ein ganz tolles, süßes, kleines Geschenk. In heißer Milch aufgelöst schmecken die Schokolollis ganz, ganz lecker. Probiert's mal aus!